vielen herzlichen Dank. Zuerst einmal allen, die heute gekommen sind, vielleicht extra wegen uns. Und für alle, die speziell sich ins Zeug gelegt habt für heute. Wir haben uns schon sehr ab dem gefreut, was schon vorhanden war. Vielen Dank auch für die große Überraschung von euch, von den Ukrainern. Ich wünsche euch Gottes Segen. Wir sind noch hier, also wir gehen noch nicht weg, weit weg. Aber vielen Dank auch für die Liebe und Anerkennung, die wir von euch erfahren haben. Ja, was sagt man so am Schluss? Mir wurde es relativ leicht gemacht wegen der Planung, was heute das Thema ist, weil wir schon lange im Voraus eine regionale Predigtserie gemacht haben oder geplant haben mit Kloten und Dietlikon. Und von dem her war das Thema schon gegeben. Deshalb erwartet jetzt keine spezielle oder was man überhaupt vielleicht erwarten würde von einer Abschiedspredigt in dem Sinn. Ich bin ja schon Gastprediger, also von dem her ist ja kein Abschied mehr, wenn man so will. Genau. Die Predigtreihe geht um Geld, Sex und Macht. Und ich habe das einfachste Thema genommen, das war das Thema Geld. Die anderen haben dann die schwierigeren Themen. Ja, Geld, Sex, Macht, was für ein mächtiges Trio. Wir haben es genannt, die größten Influencer in dieser Welt. Selbstironisch könnte man sagen, so als Freikirchler, ja, das sind die großen Influencer in der Welt, Geld, Sex und Macht, und zugleich sind das die großen drei Mankos in den Freikirchen, oder? Wir haben kein Geld, keine Macht und ja, das andere müsst ihr beantworten, aber... Auf jeden Fall klar ist, Geld regiert die Welt, das stimmt nach wie vor, da gibt es kein Vorbeikommen. Und ich meine, daran muss es auch kein Vorbeikommen geben. Also von der Bibel her ist aus meiner Sicht Geld keine tödliche Pest. Geld an sich ist eine geniale Erfindung, ein geniales Tauschmittel. Und die Bibel spricht auch überhaupt nicht gegen Geld oder gegen Besitz, auch nicht gegen viel Geld und viel Besitz. Es hat sehr viele reiche Leute gegeben in der Bibel. Und selbst in den 10 Geboten wird ja auch Geld und Besitz explizit auch geschützt von Gott. Du sollst nicht stehlen, das ist das eine, das andere nichts wegnehmen. Dann aber auch, du sollst nicht begehren, was dem anderen gehört. Das heißt auch, dass wir nicht in Versuchung kommen zu stehlen und auch nicht in Versuchung kommen zu vergleichen. Es wird immer Unterschiede geben. Und das darf und soll so sein. Und wie bei allen anderen Dingen auch, ist Geld an sich wie Technik oder sonst etwas einmal ein neutrales Betriebsmittel. Und es ist entscheidend eigentlich der einzelne Mensch, ob er es fürs Gute oder für Schlechte einsetzt. Nicht, man kann mit Technik kann man Bomben bauen oder das Evangelium verkündigen. Auch digitale Währungen oder bargeldloses Zahlen ist an sich neutral. Die Frage ist, wer braucht das wofür? Und wird es fürs Gute gebraucht oder fürs Schlechte? Ich denke, es gibt wohl in unser aller Herzen so eine gewisse, vielleicht könnte man es, oder ich nenne es jetzt mal so, eine Hassliebe zum Geld. Dafür stehen ja auch die vielen Spitznamen, die vielen Übernamen, die Geld hat, oder Kosenamen. Tauscht euch doch mal kurz untereinander auf, was kennt ihr für von früher her oder von jetzt, was sind so Übernahmen, Spitznamen für Geld. Tauscht euch doch mal ein bisschen aus unter den Reihen. Thank you.
Gut, können wir ein paar Beispiele haben für Übernahmen von Geld? Einmal ein bisschen reinrufen. Köln? Was? Was? Glattdaler, Köln? Batze? Knete? Stutz? Wie? Stein? Lappen. Absahne. Also direkt fürs Geld. Eben. Es gibt ganz viele und ich denke, alle haben irgendwo einen Kern von Wahrheit. Früher hießen sie zu Teilen noch Kröten oder eben dann die Kohle. Man macht sich dabei oft schmutzig, die Kohle, kann aber viel damit verbrennen natürlich und so weiter. Also ich glaube, all die Spitznamen oder Steine, ob man sich anhäufen kann, die sagen ja auch etwas zur Beziehung zum Geld aus oder vielleicht auch eben zu dieser Hassliebe zum Geld. Ja, es ist leider so, am Schluss geht es immer ums Geld. Das ist eine Realität, an der wir uns aufreiben können, aber ich denke, das bringt ja schlussendlich nichts. Oft wird ja auch anderes versprochen. Ich denke, gerade die sozialen Medien haben viel versprochen, viel mehr Kontakt und viel mehr das und viel mehr dieses. Aber eigentlich, wenn wir dann nach ein paar Jahren einmal zurückblieben, dann müssen wir doch sagen, es geht ja vor allem ums Geld. Irgendjemand will einfach viel Geld mit etwas verdienen. Beim Geld hört der Spaß meistens auf. Also wie gut, dass Familienbeziehungen wirklich sind und nicht in der Theorie, sondern in der Praxis merkt man dann, wenn es darum geht, ein Erbe zu verteilen. Da hört der Spaß meistens auf. Oder der Spaß hört auch auf bei den Schulden. Nicht, wenn die Bank selber eine halbe Milliarde Franken verjubelt, dann wird es irgendwie dann einfach umbilanziert und als Verlust aufgewiesen. Aber wehe, du hast einmal ein paar Kröten zu wenig auf deinem Konto, was dann für eine Maschinerie dann losgeht. Geld, da bin ich überzeugt, das meint auch die Bibel, kann ein genialer Diener sein, aber es ist ein mieser Herr. Wie viel Gewalttätigkeit, wie viel Raub, wie viel Mord entsteht, weil jemand Geld will. Auch von der Bibel her soll Geld dem Menschen dienen, nicht der Mensch dem Geld. Aber ob das so ist, das hängt nicht von den Milliardären ab, auch nicht von den Banken und auch nicht vom Staat, sondern ob das Geld den Menschen dient oder ich dem Geld, das entscheide alleine ich. Das ist meine eigene Verantwortung. Trotzdem, die Bibel ist nicht gegen Geld, auch nicht gegen viel Geld und Besitz, aber sie ist gegen Materialismus, ich erkläre es dann noch. Und ein Begriff dazu hat sich ja noch bis heute erhalten, und da kennen auch Menschen, die jetzt nicht mehr kirchlich sozialisiert sind, Mammon. Dieses Wort haben schon viele Leute gehört. Das ist eigentlich der Inbegriff vom Materialismus. Das ist auch ein hebräisches Wort für Vermögen und Besitz. Das heißt, dass Vermögen und Besitz und Geld, also haben, das ist der Lebensinhalt, der Lebenssinn, den die meisten Menschen sehen. Das heißt, im Materialismus dreht sich alles nur um das Diesseits. Ich will gesund sein, möglichst wenig leiden, möglichst viel Wohlstand haben. Und ich glaube, es ist nicht allzu schwer, ein bisschen selbst zu reflektieren, dass das die aktuelle Volksreligion ist der Schweiz. Der Materialismus ist die Volksreligion der Schweiz und das Glaubensbekenntnis. Dieses Materialismus heißt, ich will etwas vom Leben haben. Mit dem Etwas in schweizerischer Bescheidenheit meinen wir natürlich nicht etwas, nicht ein bisschen, sondern möglichst viel oder alles. Und wenn der Mammon, also der Materialismus, dann Lebensinhalt und Lebenssinn wird, dann ist eben leider Habsucht und Geldliebe nicht weit weg und die haben sehr große Zerstörungskraft. Paulus schreibt in 1. Timotheus 6, die Verse 8 bis 10.
wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Aber diejenigen, die reich werden wollen, werden damit zugleich auf die Probe gestellt. Sie geraten in die Falle vieler unvernünftiger und schädlichen Begierden. Die stürzen die Menschen ins Verderben und in ihren Untergang. Denn Geldgier ist die Wurzel von allem Bösen. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgekommen sind. Und dadurch haben sie sich selbst großen Schmerz zugefügt. Hier wird nicht gemeint, dass Geld an sich schlecht ist, aber die Geldgier, die Habgier, der Materialismus, der Götze unserer Zeit hat gewaltige Zerstörungskraft und führt die Menschen eigentlich auf eine falsche Fährte. Darum natürlich auch die Frage, woher kommt denn diese Sehnsucht nach Besitz? Das ist irgendwie wie ein Automatismus im Menschen drin, eine Sehnsucht, eine Sucht nach mehr. Eine Sehnsucht bedarf ja eines Mankos, auch eine Sucht bedarf eines Mankos, aber irgendetwas fehlt und irgendetwas muss aufgefüllt werden, eine Lücke. Und die Bibel sagt uns, dass eigentlich im Paradies, als die Menschen eine ungetrübte Beziehung zu Gott hatten, war das kein Problem. Sie fühlten sich wertvoll, sie fühlten sich angenommen. Ihnen fehlte es an nichts, weder körperlich, seelisch noch geistlich. Ihren Wert, ihre Bedeutung und ihren Sinn bezogen sie aus der Beziehung zu Gott, nicht aus ihrer Leistung, nicht aus ihrem Vermögen. Eigentlich ist auch die Nacktheit ja ein Zeichen davon, dass sie wertvoll waren, obwohl sie nichts hatten, oder? Weil heute viele ja auch Kleider darstellen, Kleider machen Leute, ist da so ein Ausdruck oder ein Sprichwort. Und das stimmt ja in dieser Welt ja auch. Aber die ersten Menschen waren nackt, waren quasi auch ohne Besitz, ohne schöne Kleider wertvoll. Nicht die Leistung, nicht der Besitz hat den Wert bestimmt, sondern diese friedliche Beziehung, diese erfüllte Beziehung mit Gott. Und nach der Vertreibung aus dem Paradies musste und wollte sich der Mensch nun selbst alles sein und alles geben. Also wer das Wahre verloren hat, der braucht eben dringend Ersatz. Und wenn der Mensch sich selber Sinn geben kann und will, dann geht es eigentlich nur über Geld, über Besitz, über Ehre oder Macht. Da sind wir auch ein Stück weit wieder bei diesen Dreien von dieser Themenreihe. Und so wurde eigentlich der Besitz anstatt von Gott zum Lebensinhalt, zum Mittel von Wert, von Bedeutung und von Ehre. König Salomo hatte ja sehr viel und hatte auch sehr viel Zeit, auch darüber nachzudenken, was die Menschen so ausmacht, was die Menschen so antreibt. Und er schreibt im Prediger 4, Vers 4, nun weiß ich, warum die Menschen so hart arbeiten und so viel Erfolg haben. Sie tun es nur, um die anderen in den Schatten zu stellen. Auch das ist vergebliche Mühe, als wollten sie den Wind einfangen. Also durch das, dass eben dann Besitz und Leistung den Menschen Wert geben soll, ist die größte Anstrengung des Menschen, besser zu sein als der andere. Mehr zu haben als der andere. Und Salomo sagt, ja, das ist so in dieser Welt, aber es bringt letztlich nichts. Wir sehen ja an diesen Sandkastenspielen der Milliardäre, da will einfach der eine besser sein als der andere, noch zeigen, was er mit seinem Geld noch mehr machen kann und so weiter und so fort. Lassen wir sie spielen. Die Bibel sagt uns, hier brauchen wir Menschen Erlösung. Hier brauchen wir innere Heilung. Wir brauchen Befreiung von dieser Ersatzreligion des Materialismus, dieser Ersatzreligion vom Geld, vom Haben, von der Ehre.
Und Jesus hat das in einen Vergleich geschrieben. Auch zur Zeit von Jesus gab es sehr viele Materialisten. Deshalb kam das Wort Mammon ja überhaupt auch in die Bibel und in unsere Gesellschaft hinein. Und einem Beispiel in Lukas 12 sagt Jesus, was der Lohn ist dieses Mammon-Glaubens und was der Lohn ist des Glaubens an Gott. Lukas 12, ich lese ab Vers 13. Einer aus der Volksmenge sagte zu Jesus: Lehrer, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Aber Jesus antwortete: Guter Mann, wer hat mich zum Richter oder Vermittler in eurem Erbstreit gemacht? Dann sagte Jesus zu allen: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Auch hier wieder nicht von grundsätzlich vom Geld, aber von der Habgier. Denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab. Dazu erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er: Was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um eine Ernte zu lagern. Schließlich sagte er sich: So will ich es machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich dann das ganze Getreide und alle meine Vorräte lagern. Dann kann ich mir sagen: Nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönn dir Ruhe, iss, trink und genieße das Leben. Materialist vom Bilderbuch. Aber Gott sagte zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du angesammelt hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Dieser reiche Kornbauer ist so der Inbegriff von Materialisten. Und so übersetzt auf heute können wir sagen, was sich die Materialisten am meisten wünschen würden: eine Sechser im Lotto und nachher genießen. Aber Menschen brauchen Erlösung von der Sehnsucht nach immer mehr Materiellem. Was sie brauchen, ist Leben aus Gott. Weil der Mensch letztlich unersättlich ist. Oder wenn man ein kleines Auto hat, kann man ein größeres Auto haben. Wenn man ein größeres Auto hat, kann man ein noch größeres haben. Man kann noch ein zweites haben, ein drittes, ein viertes. Es hört nie auf. Wann ist genug genug? Es hört letztlich nie auf. Und Jesus will uns erlösen von dieser Religion des Mammon, weil er übernatürliches Leben gibt und dem Leben einen anderen Wert gibt. Jesus sagt: Leben ist mehr. Leben ist mehr als Geld. Leben ist mehr als Gesundheit. Leben ist mehr als eine Wohnung. Leben ist mehr als ein Haus. Jesus sagt: Schau, dass du nicht nur etwas vom Leben hast. Schau, dass du das Leben hast. Deshalb sagt Jesus ja von sich, dass er das Brot des Lebens ist und diesen Lebenssinn uns gibt. Jesus sagte: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich glaube, das gilt auch für die Ansprüche an Besitz und Geld und besser sein als andere. Weil es einen anderen Wert gibt, das Brot des Lebens. Das heißt: Denn dies ist der Wille meines Vaters, Vers 40, Johannes 6, alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten. Am letzten Tag werde ich sie vom Tod auferwecken. Das ist das wahre Leben, das über den Tod hinausgeht. Das kann man sich nicht erarbeiten, kann man nicht kaufen, sondern Jesus möchte es uns schenken. Dafür kam er in dieser Welt, dafür starb er. Und wenn ich ein Leben Jesus anvertraue, dann erhalte ich von ihm diesen Wert, dieses Brot des Lebens. Das ist das eine. Aber auch wenn ich erlöst bin, grundsätzlich, auch wenn ich die Vergebung von Jesus kenne, auch wenn mein Herz erfüllt ist davon, Gott zu dienen, kann trotzdem mein Herz noch zu stark an diesem Mammon hängen.
Denn die Realität des Alltags wird natürlich vom Geld bestimmt. Jetzt, wie komme ich da vielleicht auch gut durch oder wie sieht das denn die Bibel? Die erste Erkenntnis, glaube ich, die Gott uns sagen will, ist, das wahre Leben besteht nicht in Geld, nicht in Besitz, nicht im Sein, nicht in der Ehre, sondern weil du Jesus Christus kennst, weil du ein Kind Gottes bist, weil du den Glauben darfst, weil dir das ewige Leben schenkt. Und das Zweite ist, glaube ich, auch zum gut Umgehen damit ist, dass ich nur als Mensch nur vorübergehend ein freier und unterschriftsberechtigter Verwalter bin von dem, was ich habe. Das ist das biblische Verständnis überhaupt von der Rolle des Menschen in dieser Welt. Er ist nicht Besitzer von dieser Welt, auch nicht von anderen Menschen, sondern er ist nur Verwalter auf Zeit. Alles wird ihm anvertraut für eine bestimmte Zeit. Paulus sagt im 1. Timotheusbrief, auch in Kapitel 6, im Vers 7, denn wir haben nichts in die Welt mitgebracht, also können wir auch nichts aus ihr mitnehmen. Eigentlich ganz einfach und logisch, aber die wenigsten Menschen leben mit dieser Realität. Können wir ganz ehrlich sein und können uns auch fragen, auch als Christ, ist diese Realität manchmal ziemlich weit weg? Ich bin ohne etwas in diese Welt gekommen, ohne Materielles und werde ohne Materielles diese Welt wieder verlassen. Alles ist mir nur anvertraut auf Zeiten, das gilt für alle Bereiche des Lebens. Kinder sind ja wie ein Anschauungsunterricht, dass wir Menschen nur Verwalter sind. Eltern sind nicht Besitzer ihrer Kinder. Es ist ihnen anvertraut, dass sie ihnen helfen sollen, selbstständig zu leben, auf Zeit und sie nachher loszulassen. Auch die Natur, wir sind Verwalter unserer eigenen Lebenskraft. Ich bin Verwalter mit Freiheit, mit Verantwortung. Und wer natürlich mehr hat, der hat mehr Verantwortung. Aber ich soll nicht die Rolle des Diebes übernehmen, der anderen Dinge wegnimmt und auch mich nicht als willenloses Opfer fühlen. Ich bin weder Dieb noch Opfer, das ist nicht die Rolle eines Christen dieser Welt, sondern ich bin Verwalter. Ich bin verantwortlich für das, was mir anvertraut wurde. An Zeit, an Geld, an Möglichkeiten, an Lebenskraften. Deshalb ist das Geld eigentlich nichts anderes, obwohl das Geld oft viel emotionaler ist als andere Dinge oder irgendwie wie ein Sonderding angeschaut wird. Es ist von der Bibel her wie alles andere auch im Leben. Es ist uns anvertraut. Auch die Gesundheit, manchen auch mehr, anderen weniger. Und deshalb auf einen Staat oder auf Firmen bezogen, entsteht daraus eine soziale Verantwortung. Wenn es nicht darum geht, mich einfach zu bereichern, sondern Verwalter zu sein, ein Verwalter denkt immer weiter, denkt eigentlich ans Gute, an die Zukunft. Deshalb entsteht auch für den Staat oder für Firmen eine soziale Verantwortung. Wie gesagt, die Bibel ist nicht gegen Reichtum, die Bibel ist auch nicht gegen Marktwirtschaft, aber für soziale Verantwortung. Und das steht ja auch, würde ich mal sagen, als Überbleibsel der 10 Gebote, auch in der Bundesverfassung der Schweiz, dass sich das Wohl des Volkes oder die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen. Soziale Verantwortung, Verwalter sein. Und deshalb, weil wir Verwalter sind, ist das Geld kein Spezialthema. Auch der Umgang mit dem Geld unterscheidet uns überhaupt nicht von anderen Dingen wie Begabungen, Fähigkeiten und so weiter. Geld ist Teil vom Ganzen, was uns anvertraut wird, wie alles andere auch. Und darum hat Jesus darüber gesprochen, über das Geld. Hat Jesus relativ viel über das Geld gesprochen. Und deshalb darf auch die Kirche heute darüber sprechen, weil es dann das Normalste ist. Warum dürfen alle über das Geld reden, nur die Kirche nicht? Was ist daran schlimm? Weil alle brauchen Geld. Am Schluss dreht sich ja auch vieles ums Geld. Es gibt nur einen Unterschied. Gott gibt dem Geld nicht eine übergeordnete Rolle,
sondern eine untergeordnete Rolle. Auch Jesus hat sich persönlich dazu geäußert in Lukas 16. Da nennt er nämlich das Geld das Kleinste oder das Unwichtigste. Ich lese Lukas 16, 10 bis 12. Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, ist es auch in den großen. Und wer in den kleinsten Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den großen. Normalerweise beziehen wir das auf Aufgaben, die mehr im Hintergrund getan werden oder wo es um wenig Geld oder wo um wenig quasi geht. Also quasi wer im Hintergrund in den unwichtigen Dingen treu ist, der ist auch in den größeren oder vordergründigen Dingen treu. Das ist an sich richtig, aber Jesus bezieht es hier ausschließlich und explizit aufs Geld. Denn im Vers 11 sagt er, wenn ihr mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht zuverlässig umgeht, wer wird euch dann das wirklich Wertvolle anvertrauen? Und wenn ihr mit dem nicht zuverlässig umgeht, was euch gar nicht gehört, wer wird euch dann schenken, was eigentlich euer Eigentum ist? Das heißt, wenn wir es umdrehen, ist für Gott der Umgang mit dem Geld auch ein Prüfstein, ob er mir mehr anvertrauen kann oder nicht. Geld ist quasi das ABC des Glaubens. Das kommt nicht am Schluss quasi oder für die höhere Geistlichkeit, sondern eigentlich der Anfang. Also wenn ich es jetzt ganz wörtlich, natürlich stimmt das jetzt theologisch nicht ganz, aber trotzdem, wenn ich das übertrage, wenn ich also als Christ mehr Sehnsucht habe nach der Fülle Gottes, mehr Sehnsucht habe nach geistlichem Durchbruch, wenn ich mich danach sehe, Gott mehr zu erfragen, dann wäre der erste Blick ins Portemonnaie. Und wir fragen, Peter, so wie du mit dem Geld umgehst, denkst du, Gott würde dir Größeres anvertrauen? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen, weil sie Jesus gestellt hat. Bin ich bereit für mehr? Weil Jesus selber das Geld das Geringste, das Unwichtigste nennt. Deshalb zum Schluss noch 6 Schlussgedanken. So ein bisschen als Konklusion. Das höchste Gebot lautet ja immer noch, und das betrifft auch das Geld, oder? Das Geld ist da nicht beiseite geschoben beim ersten Gebot. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, wenn Gott zuerst kommen soll, warum kommt er beim Geld am Schluss? Das höchste Gebot geht nicht am Geld vorbei. Das heißt eigentlich, wenn ich das höchste Gebot aufs Geld übertrage, wäre die Frage nicht, was bleibt am Schluss noch übrig zum Spenden, sondern die erste Frage ist, was geben wir weg? Nicht, dass wir uns selber ruinieren damit, aber wenn wir die Frage nach dem höchsten Gebot stellen, da beginnt es ja eigentlich bei Gott. Also was investiere ich ins Reich Gottes und nicht, was bleibt am Schluss, am Ende des Monats quasi noch übrig fürs Reich Gottes? Das war übrigens, auch wenn ich denke, dass jetzt der Zehnte nicht mehr so gilt, der Zehnte war ja auch noch viel mehr Steuer und Abgabe und es gab auch noch viel mehr Dinge, die etwas gekostet haben. Aber als Bild, im Alten Testament gab es jedes Jahr bei der Ernte Erstlingsfrüchte. Und die ersten Früchte, wem gehörten die? Die gehörten Gott. Die wurden Gott abgegeben, die ersten. Der Zehnte, also das waren natürlich damals alles Naturalgaben, oder das Überwiegende, das wurde vor der Lagerung
Nicht, wenn der Keller quasi durchsucht wurde, was haben wir noch, jetzt geben wir noch den Zehnten, sondern der Zehnte, die Abgabe ging zuerst weg. Oder auch bei den Opfern, die haben ja auch viel gekostet, mussten es ja nicht die schlechtesten Tiere sein, die man opfert, oder? Sondern eigentlich die besten. Hier geht es mir nicht um einen Betrag, sondern um das Denken, dass wenn ich sage, dass Gott mir das Wichtigste ist, dass Gott meiner erste Liebe gehört, dann kann das nicht am Geld vorbeigehen. Das geht nicht. Das Zweite ist, dass wir freudig genießen, dankbar sein und mich begnügen, auch in 1. Timotheus 6, also da redet Paulus viel zum Thema Geld in 1. Timotheus 6, aber dass er Gott uns auch so viel schenkt zum Genießen und dass wir freudig und dankbar und ohne schlechtes Gewissen auch genießen. Nicht? Manchmal ist es ja schwierig, wenn man das Elend der Welt in der Tagesschau sieht, dann könnte man eigentlich fast ein bisschen verrückt werden oder man könnte traurig sein oder es könnte einem alle Freude am Leben eigentlich verderben. Nun, wir können natürlich schon Gutes tun, aber das heißt nicht, dass wir auch nicht alles, was wir haben, einfach auch freudig genießen dürfen, dankbar sein, aber uns auch begnügen, weil wir wissen, Gott hat versprochen, er wird für einen genug sorgen. Nicht unbedingt so viel, wie ich mir wünsche, aber er wird für einen genug sorgen. Das hat Gott versprochen. Schätze im Himmel sammeln, das geht übrigens auch mit Geld, barmherzig sein. Man kann Gott nicht kaufen, Gott ist nicht käuflich, aber man kann mit Geld viel Gutes tun. Helfen, unterstützen, weitergeben. Dann natürlich, was auch zum Geld gehört, dass wir unsere Verpflichtungen erfüllen. Jesus hat auch klar gesagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Das heißt, dass wir dann nicht Steuerschulden anhäufen für 20 Jahre oder andere Dinge, sondern dass wir auch unseren Verpflichtungen, dass wir hier auch als Christen vorbildlich auch unseren Verpflichtungen nachkommen. Heißt für mich auch, Schulden so niedrig wie möglich halten, vor allem dort, wo kein bleibender Gegenwert besteht. Natürlich kann man kein Haus kaufen ohne Schulden. Die Schulden dort sind aber auch weniger schlimm, weil der Wert ja irgendwo oder mindestens ein Wert noch erhalten bleibt. Aber bei allen Dingen, die innerhalb von 5 oder 10 Jahren ihren Wert völlig verlieren, ist es mindestens theoretisch logisch, dass Schulden keinen Sinn macht. Man muss es ja wieder kaufen, das kommt noch mehr und noch mehr. Ich denke, das gehört auch zum Christsein dazu, dass wir Schulden so niedrig wie möglich halten, dort, wo wir sie vermeiden können. Und dort, wo kein Gegenwert besteht oder der Wert schnell weggeht. Dann noch ein Punkt, glaube ich, dass Opfer schlussendlich schmerzen. Und oft ist mit dem Thema Geld und Spenden eben auch das Wort Opfern verbunden. Das heißt, es tut weh. Es war interessant, Jesus hatte eine Studie gemacht, nicht übers Internet, damals, sondern er hat sich mit seinen Jüngern an den Eingang des Tempels gesetzt und alle haben zugeschaut, wie die Leute Geld eingeworfen haben. Stell dir das mal in der Schweiz vor. Aber er hat das gemacht, eine Studie gemacht. Und dann kam eine arme Witwe und hat die minimalste Münze eingeworfen. Und Jesus hat gesagt, sie hat mehr eingeworfen als alle anderen. Weil sie hat ein Opfer dargebracht. Die anderen haben einfach vom Überfluss etwas abgegeben. Also Opfer schmerzen auch. Aber das Wichtigste scheint mir zu sein, ist im Neuen Testament, auch im Umgang mit Geld, dass wir das Ganze in einen größeren Zusammenhang stellen, nämlich in dem, dass es die Bibel selbst stellt, nämlich von Saat und Ernte. Und dass diese Gesetzmäßigkeit von Saat und Ernte gilt für alle Lebensbereiche, aber eben auch fürs Geld. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 6 bis 8 folgendes, und das ist wichtig. Manche denken ja, vor allem wenn es um Kirche und um Gott geht,
und um Spenden. Gott will mir etwas wegnehmen. Diese Meinung verstehe ich, aber sie ist von der Bibel her grundfalsch. Gott will uns reich machen. Nicht monetär unbedingt, aber seine Absicht ist, uns reich zu machen. Uns die Fülle zu schenken. Uns zu bereichern. Und deshalb Saat und Ernte. 2. Korinther 9, Vers 6 bis 8. Das aber sage ich euch, wer spärlich sät, wird spärlich ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Gott aber hat die Macht, euch jede Gabe im Überfluss zu schenken. So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, was ihr zum Leben braucht. Und ihr habt immer noch mehr als genug, anderen reichlich Gutes zu tun. So heißt es ja in der Heiligen Schrift, er verteilt Spenden unter den Armen, seine Gerechtigkeit steht fest für immer. Gott ist der Geber von allem. Und wenn wir großzügig investieren, uns großzügig verschenken, das gilt jetzt auch für alles, aber eben auch für das Geld, dass Gott uns dann reich macht, dass Gott uns erfüllt. Und deshalb glaube ich, ist das Wichtigste mit Geld, auch wenn das manchmal mühevoll ist, dass wir beim Thema Geld nicht an Knorz und an Murks denken müssen, sondern vielleicht auch an Freude. Freude zu investieren für Gott. Freude, Gott seine Liebe zu zeigen. Oder Lebensfreude zu gewinnen durch einen geistlichen Umgang mit Geld und eben reich zu werden von Gott her. Ich möchte noch ein bisschen Zeit geben, vielleicht zu diesen Punkten, noch ein paar persönliche Gedanken zu machen dazu.